es um einen spanischen Gegner für Borussia Dortmund geht, dann gibt es keinen besseren Experten als ihn. Und natürlich schalten wir deswegen zu ihm, zu Miguel Gutierrez, dem Spanien-Experten, der aber im Herzen Dortmunder ist. Miguel, 18 Grad und Sonne in Madrid bei dir zu Hause, ist das richtig? Das ist richtig, Sascha. Also vorfrühlingshaftes Wetter in Madrid, das ist ja normalerweise das Klima, das auch die diejenigen, also die Dortmunder, die schon mal in Spanien im Winter waren, egal ob in Zentralspanien oder im Süden, die kennen das ja. Ne? Also es ist immer so im Bereich 15, 20 Grad. Und wir hatten vor ungefähr 5 Wochen einen enormen Wintereinbruch mit Temperaturen unter 15 Grad, was aber ganz, ganz selten passiert. Das war, glaube ich, das erste Mal seit 60 Jahren. Aber generell sind die Winter hier recht milde. Und ich habe das ja auch mit Dortmund hier erlebt, wenn die hier in Madrid gespielt haben. Das war ja nicht selten, dass das Wetter weitaus besser war als in Dortmund. Und die Bedingungen für den BVB sind also dann auch in Sevilla für den Mittwochabend ganz gut, zumindest die äußeren Bedingungen. Aber auf dem Platz, Miguel, da steht ein Gegner im FC Sevilla, der hat es in sich. Versuch doch mal so zusammenzupacken, was sind die besonderen, herausragenden Stärken des FC Sevilla? Ja, Sevilla spielt ja seit Jahren international dabei. Die haben ja letztes Jahr, wie du weißt, ja die Europa League gewonnen. Und es ist das, was man sich unter einer klassischen spanischen Mannschaft vorstellt. Also die spielen 4-3-3, sehr offensiv, technisch versiert. Viele Spieler kommen zum Abschluss. Sie sind von der Körperlichkeit keine große Mannschaft. Aber sie versuchen vieles natürlich auch in 1-zu-1-Situationen zu kompensieren. Und fast jeder Spieler hat Lösungen in diesen 1-zu-1-Situationen. Also eine sehr gefährliche, intelligente Mannschaft. Und das macht sie einfach so gefährlich. Und obwohl sie jedes Jahr eine große Fluktuation von Spielern haben, sie haben viele Spieler verloren und immer wieder neu ersetzt, 5, 6, 7, teilweise 10 Spieler pro Sommertransferfenster, schaffen sie es immer wieder, oben dabei zu sein. Also Sevilla ist momentan, ja, so die, ich sag, die vierte Mannschaft in Spanien hinter, ja, und dann kann man streiten, Atletico, Real, Barcelona, die Reihenfolge, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber sie sind immer oben dabei und das hat seine Gründe, weil Sportdirektor Monchi, der für mich zusammen mit Michael Zorc der beste Sportdirektor in Europa ist, muss man so sagen, also was die für junge Spieler, unbekannte Spieler aus dem Hut zaubern, das ist Wahnsinn und alle Spieler, fast alle Spieler, die nach Sevilla gekommen sind, haben funktioniert. Du hast Sportdirektor Monchi schon angesprochen. Lass uns noch über ein paar weitere Gesichter des FC Sevilla reden. Da ist zum Beispiel Trainer Julen Lopetegui. Welchen Anteil hat er am Erfolg und was ist seine Art des Fußballs? Ja, er spielt ja oder lässt sehr offensiv spielen. Wie gesagt, 4-3-3 mit viel Ballbesitz. Wenn man sich die Zahlen anschaut, zum Beispiel vor einigen Wochen gegen Cadiz beim 13-0-Sieg 80% Ballbesitz. Selbst bei der unglücklichen 0-1 Niederlage zu Hause gegen Real Madrid durch ein Eigentor hat Sevilla 63% Ballbesitz gehabt. Gegen Real Madrid, das muss man sich vorstellen. Also die wollen unbedingt den Ball halten, sie wollen den Gegner kontrollieren und das lässt er zelebrieren und er ist zudem noch ein ganz großer Motivator, was man, ich habe das Glück gehabt, auch ihn persönlich kennenzulernen und er ist einer mit einem ganz klaren Diskurs, der die Spieler heiß macht. Also das ist eine Facette, die psychologische Facette, die kann er sehr gut beeinflussen und von daher ist er sicherlich einer der Top-Trainer, nicht nur in Spanien, sondern auch international. Er war ja schon beim FC Porto, er war ja schon in der spanischen Nationalmannschaft, bei Real Madrid, also alles Top-Vereine und er ist sicherlich ein Trainer von einer großen Qualität. Sevilla stellt die zweitbeste Abwehr der spanischen Liga, hat in 22 Spielen erst 16 Gegentore kassiert und hat in der Rückrunde überhaupt noch gar kein Gegentor sich eingefangen bei 9 eigenen Treffern. Also die sind in richtig guter Verfassung. Die Abwehr scheint offenbar auch besonders gut zu funktionieren. Wer sind denn da die wichtigsten Köpfe? Ja, die haben natürlich mit Jules Koundé und Diego Carlos natürlich zwei Top-Innenverteidiger. Ich möchte hervorheben, insbesondere Jules Koundé, den Franzosen, 22 Jahre alt, nur 1,78 Meter groß. Ne, aber trotzdem, große Sprungkraft, spielt den Ball gut von hinten raus, sehr aggressiv bei 1-zu-1-Situationen. Und ganz Spanien spricht über dieses Duell, das es geben wird. Haaland gegen Jules Koundé. Ne, also das wird schon
sehr interessant sein. Da muss natürlich Haaland auch seine Zentimeter, die er mehr hat, die muss er natürlich nutzen in diesen 1-zu-1-Duellen. Aber dadurch, dass sie auch viel mehr Ballbesitz haben, ne, da kommt der Gegner natürlich auch seltener in den gegnerischen Strafraum. Und das nutzt natürlich auch der FC Sevilla. Aber klar, sie kassieren sehr wenig Tore, sie spielen sehr diszipliniert. Sie haben eine sehr hohe Passgenauigkeit, das ist auch wichtig. Aber sie haben natürlich in diesem Spiel ein großes Manko, und zwar die gesamte linke Seite mit Linksverteidiger Acuña und insbesondere Linksaußen Ocampos ist ihnen weggebrochen. Beide fehlen gegen den BVB, und das kann vielleicht die Chance sein für Borussia Dortmund, gerade über rechts Druck zu machen und natürlich auch Ersatzmann Escudero, den früheren Schalker, in 1-zu-1-Situationen zu zwingen und über diese Seite Druck zu machen. Also ich, um Gottes Willen, ich bin keiner, der einem qualifizierten Trainerteam von Borussia Dortmund Ratschläge geben kann, aber das ist nun mal ein Manko von Sevilla morgen beim Spiel. Und mal sehen, ob das der BVB auch nutzen kann. Du hast einen früheren Schalker schon angesprochen, Sergio Escudero. Da gibt es noch einen zweiten, der eine wichtige Rolle einnimmt im Konstrukt des FC Sevilla. Ivan Rakitic, wie wertvoll ist er für diese Mannschaft? Ja, sehr wertvoll. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Er war ja vorher schon beim FC Sevilla, zwischendurch beim FC Barcelona. Er ist sowas wie der Taktgeber. Er hat auch einen sehr guten Abschluss. Er war ja nie der schnellste Spieler, muss man ja auch sagen. Aber seine Passgenauigkeit setzt Leute wie Luc de Jong oder El Nesyri in Szene. Und gegen den FC Barcelona im Pokalspiel, wo Sevilla, muss man auch sagen, die haben auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Also der Sieg täuscht eigentlich über die Leistung hinweg, aber sie haben gegen den FC Barcelona gewonnen, und der ist natürlich eine Persönlichkeit, ohne Zweifel. Er sagt ja auch, er fühlt sich auch wie ein Sevillianer, er hat auch eine Frau aus Sevilla geheiratet, möchte auch irgendwann mal da auch für immer fest leben, das hat er immer wieder gesagt. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler, vor dem die Gegner immer Respekt haben. Dann lass uns noch mal einmal auf den schauen, den du gerade schon kurz erwähnt hast, auf den sich vor allem die Dortmunder Abwehr gut einstellen sollte. Das ist Youssef En-Nesyri. Ich hoffe, ich spreche diesen marokkanischen Namen richtig aus. Er ist mit 13 Treffern in der Zeit der drittbeste Schütze der spanischen Liga nach Suarez und Messi. Und er hat auch in der Champions League schon 4-mal getroffen. Auf was für einen Stürmer muss sich der BVB da gefasst machen? Ja, das ist natürlich die schnelle Variante von Sevilla. Die langsame, sage ich jetzt mal, die behäbigere, das ist Luc de Jong, ne, der eher ein Strafraumstürmer ist. Und El Nesyri ist einer, der auch von hinten 20, 30 Meter mit dem Ball laufen kann. Ne. Technisch, ja, eigentlich nicht der allerbeste, aber er hat einen guten Abschluss. Er setzt sehr gut den Körper ein. Und wie gesagt, in einer Mannschaft, die so gut kombiniert, so gut harmoniert wie der FC Sevilla, da ist er natürlich dann doppelwert. Ne. Und Sevilla schießt relativ oft aufs Tor. Eigentlich in allen Spielen, kommt zu vielen Torchancen, und er wird dann natürlich auch gesucht, ohne Zweifel, aber wie gesagt, er ist sehr schnell, und er hätte ja fast gegen Bayern München im europäischen Supercup-Finale das entscheidende Tor gemacht beim 1-1 gegen Manuel Neuer, da hat er mal einen schlechten Tag gehabt, aber er ist natürlich gefährlich, und da muss natürlich jemand gegen ihn spielen, der auch schnell ist, ohne Zweifel, sonst läuft er einem davon, und man muss auch aufpassen, weil die Spieler von Sevilla, die lassen sich manchmal fallen, machen ein bisschen Theatralik und versuchen dann den einen oder anderen Elfmeter zu forcieren. Das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, die ganze Schauspielerei. Aber generell eine Mannschaft, vor der ich eine große Hochachtung habe, die immer sehr weit kommt und die sich aber auch, und das ist auch zu hören, auf das Duell gegen den BVB freut. Miguel, dann fehlt uns nur noch dein Tipp. Wer steckt im Kleid des Favoriten? Wie geht Spiel aus? Was denkst du? Also im Hinspiel ist für mich Sevilla Favorit, obwohl sie diesmal ohne, die haben ja auch ein super Publikum, genauso wie im Signal Iduna Park. Also das ist, sagen wir mal, eine der besten Kulissen im spanischen Fußball, die wird fehlen. Aber natürlich ist Sevilla mit dem guten Lauf momentan Favorit. Ich hoffe natürlich, dass der BVB in Sevilla mindestens ein Tor macht. Vorteil könnte für Borussia Dortmund sein, dass das Rückspiel in Dortmund ist, also dass es jetzt erstmal in Spanien gespielt wird. Aber ich hoffe, dass es, also ich tippe mal ein 1-1. Und da wir die Namen genannt haben, El Nesyri und Haaland treffen für beide Mannschaften, das wäre eine gute Ausgangsposition. Aber wie gesagt, die ganzen spanischen Medien
sprechen in höchsten Tönen auch vom BVB. Trotz der aktuellen Krise, der BVB ist ein unglaublich geliebter Verein in Spanien. Und ich will dir nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mal im großen Trikotshop in Madrid und habe mich da so ein bisschen umgeschaut und habe ich der Verkäuferin gefragt, was wird denn am meisten verkauft? Da sagt sie, ausländische Trikots Borussia Dortmund. Unglaublich beliebt. Also das zeigt natürlich, dass Dortmund in Spanien einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich kann mich erinnern, wo Dortmund auch zum Beispiel in Marbella, das ging ja leider jetzt nicht, in Trainingslager war, dass unglaublich viele spanische Fans da auch hingekommen sind und BVB angefeuert haben. Also Borussia Dortmund hat ein unglaublich hohes Standing in Spanien. Da merkt man, Miguel, dass dein schwarz-gelbes Dortmunder Herz da noch ganz laut schlägt. Vielen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung und schöne Grüße zu dir nach Spanien. Danke, Miguel Gutierrez. Bitte schön, adios.